Wir haben jetzt unser numerisches Ziel verpasst mit dem Erreichen des Halbfinals, aber stehen zwei Spiele aus. Was machen wir mit der Europameisterschaft? Und ich habe eine klare Antwort von der Mannschaft erhalten. Diesen Hunger weiter zu zeigen, als Mannschaft daran zu arbeiten, dass wir diese beiden Spiele Vollgas gehen. Von daher ist es jetzt elementar wichtig für Mannschaft und Trainer, aber auch für alles, was daran hängt, an Zuschauern und Medien auch ein Thema, das erfolgreich jetzt zu Ende zu bringen. Und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, jetzt einfach wirklich zu leiden. Wir haben uns auch heute Morgen schon wieder zusammengesetzt und haben gesagt, dass es weitergeht, dass wir von Trondheim abgereist sind mit einer Leistung, mit der wir überhaupt nicht zufrieden waren, und haben gesagt, wir wollen hier ein anderes Gesicht zeigen. Das haben wir, glaube ich, in den Spielen gegen Weißrussland und Kroatien gemacht, und genauso wollen wir das auch weiter fortführen, auch wenn das Ziel Halbfinale natürlich jetzt abgeschrieben ist. Gegen Österreich ist auch ein Prestigeduell, und auch ganz ehrlich gesagt, ich will nicht gegen Österreich verlieren, und das geht, glaube ich, jedem so von uns, und deswegen sollten wir morgen gut motiviert zu Werke gehen.